Das ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, wo wir zur Diskussion übergehen, einer Diskussion über die Herausforderungen, vor denen wir stehen, wenn wir uns bemühen, die Welt zu kartieren. Wir haben etwa 10 bis 15 Minuten Zeit für die Diskussion unter den Panelisten. Dann können wir das Auditorium einladen, Beiträge zu leisten. Aber wir haben nicht viel Zeit wegen der nachfolgenden Gala. Right, so you're all. Sie sind alle große Visionäre in dem, was sie tun. Sie gehen über die Kartografierung der Welt, wie wir sie kennen, hinaus. Beginnen wir mit Kyle und Brandon, denn sie haben vor allem von den Herausforderungen der letzten Sequenz gesprochen. Das war eine kreative Herausforderung. Ausgehend von der Frage, wie kann man die Musik von überall aus der Welt zusammenfügen? Keine zwei Gruppen haben dasselbe Lied gespielt. Wir wollten aber ein Ganzes daraus machen. Wir zeigen hier nicht den Ursprung. Wir wollten, dass die Grenzen verschwimmen. Wir wollten ein Gefühl der Einheit schaffen. Wir wollten vermitteln, dass hier jeder zusammenarbeitet. Es gibt eine Reihe von Techniken, die man braucht. Viel Organisation ist erforderlich, die Takte pro Minute. All das wurde von Komponisten organisiert. Das hat etwa einen Monat gedauert. Wir haben Unmengen von Musikmaterial angeschaut. Aber dann wussten wir mehr oder weniger die Tonart, die Zahl der Takte pro Minute, was passt zusammen. Und dann, als wir einmal mit der Produktion begonnen haben, konnte der Track innerhalb weniger Tage fertiggestellt werden. Dann begann natürlich die redaktionelle Arbeit. Man musste die Bezeichnung eines Clips finden, der dreimal Platz gewechselt hatte. Und letztendlich wurde aus dem Ganzen ein Musikstück, das, glaube ich, sehr relevant ist für diesen Gedanken der Kartierung. Wir haben die Karte dekonstruiert und nicht konstruiert. Wie haben Sie Ihre Auswahl getroffen? Die Auswahl der Musik, nun, wir haben uns im Zuge der Organisation zusammengesetzt. Wir wollten Vielfalt haben. Jeder von uns hatte seine Lieblingsstücke, musikalisch gesprochen. Und dann haben wir noch anderes hinzugefügt. Das ging vor und zurück und wieder vor. Das dauerte eine Weile. Wir haben ja auch in anderen Teilen des Filmes organische Geräusche verwendet. Dann hatten wir einen DJ, der das Musikvideo gemacht hat. Wir haben alles auf DVDs gebrannt. Und dann hat er in Echtzeit das alles zusammengefügt, damit es auch wirklich zusammenpasst. Welche sind denn für Maholo und Hajime die größten Herausforderungen gewesen? Die größten Herausforderungen, vor denen Sie bei Ihrem Projekt standen. Sie versuchen, die Ökosysteme der Welt zu kartieren. Sie wollen die Menschen zur Interaktion, zur Partizipation führen. Was war die größte Herausforderung dabei? Es klingt vielleicht eigenartig. Aber uns ging es um die technologische Qualität des Globus, der Welt. Wir wollten den besten interaktiven Globus haben.
das war unser Ziel, der Emotionen in den Menschen wachruft. Und die Qualität der Technologie ist in der Lage, die Schönheit aufzuzeigen. Die Visualisierung der Daten, das war etwas, das konnten wir, das wussten wir auch, aber das Objekt selbst dieses großen Projektes, die Struktur der Software, Design der Software, die Anpassung der Farben, das war die große Herausforderung für uns. Und dann vielleicht etwas, das übermäßig romantisch klingt, aber bei der Eröffnung, eine Woche vor der Eröffnung, die ja am 11. März stattgefunden hat, ist die Decke des Museums eingebrochen und das Museum musste 2 Monate lang geschlossen werden und der Geokosmos hat Staub angesammelt. Da hat sich Staub auf dem Geokosmos niedergelassen, der von der Decke heruntergekommen ist und wir haben alle versucht sicherzustellen, dass das Projekt doch noch Wirklichkeit werden kann. Ja, also das war eine technologische Herausforderung und auch eine natürliche Herausforderung. Es ging also nicht nur um Technologie. Die Technologie an sich ist nicht die große Herausforderung. Es ist eine wunderbare schöpferische Arbeit. Was das Geokosmos-Projekt angeht, wir werden noch im Detail zeigen morgen, wie der Geokosmos geschaffen wurde. Maholo hat ja schon davon gesprochen, dass das 10 Millionen Pixel sind. Aber es geht uns nicht nur darum, eine noch höhere Auflösung zu bewerkstelligen. Es gibt auch andere Herausforderungen, nämlich wie montiert man die quadratischen Paneele, die ebenen Paneele auf einer Kugel. Uns geht es darum, wie kann man diese Paneele auf der Kugel montieren. Das war extrem schwierig, aber wir hatten da dann doch ein paar gute Ideen und es ist uns gelungen, die quadratischen Paneele auf der Kugel zu montieren mit einem minimalen Abstand dazwischen. Es geht hier nicht nur um die höhere Auflösung, sondern um relativ primitive geometrische Fragen. Also, und die Lösung dieser Fragen hat Sie letztendlich ans Ziel gebracht. Lisa, wenn Sie was ist Ihre größte Herausforderung? Sie haben ja selbst gesagt, es gibt mehr und mehr Dinge, die es zu wissen gilt, die nicht bloße Science Fiction sind. Daraus werden jetzt wissenschaftliche Fakten. Was ist Ihre große Herausforderung? Wir sind erst dabei, die ersten Daten zu analysieren. Wir wissen ja noch nichts wirklich. Wir haben nur ein ganz schwaches Datensignal, die sich abzeichnen von dem Hintergrund. Und diese Daten herauszufiltern und als Wissenschaftler sehr, sehr kritisch zu sein, um sicherzustellen, dass alles Erdenkliche gemacht wird, um hier nicht die Daten zu überinterpretieren und wirklich die grundlegende Physik eines solchen Planeten zu verstehen. Wenn wir uns die Erde ansehen, sehen wir diese wunderbare Auflösung, Google Images. Hier sehen wir den gesamten Globus in einem Pixel. Und jetzt versuchen wir, das zu verstehen, zu charakterisieren und davon abzuleiten, wie wir in dieses gesamte Puzzle hineinpassen.
Zuerst einmal geht es darum, die Daten zu erheben und sie dann richtig zu interpretieren und aus den Daten zu lernen, ohne hinein zu projizieren, was man dort gerne finden möchte. Das ist etwas, das ist immer eine Herausforderung für Wissenschaftler. Man muss alle seine Überzeugungen vorneweg lassen. Man muss kritisch die Daten analysieren, darf sich nicht ablenken lassen vom eigenen Wunsch, dort Leben zu finden. Aber diese Interpretation kann ja nur auf der Grundlage des eigenen Wissens erfolgen. Man muss Entscheidungen treffen bei dieser Interpretation. Man muss entscheiden, was lässt man weg? Und das ist sicher genauso wichtig wie die Daten, die man letztendlich betrachtet. Wir versuchen, eine parametrische Raumexploration vorzunehmen. Wir fragen uns zuerst einmal, was könnte denn passen? Dann haben wir einen riesigen parametrischen Raum und dann können wir entscheiden, nun, das passt nicht, das ist viel zu groß. Man quantifiziert die Annahmen, die man erstellt und man muss aber gleichzeitig immer sicher sein, dass man nicht was rausschmeißt, nur weil man glaubt, da gäbe es eine logischere Interpretation. Bei Kepler 2b war das genauso. Am Anfang war das kleiner und alles, was unter 2 Erdradien ist, ist höchstwahrscheinlich Fels oder Gebirge. Aber der Planet ist im Radius immer größer geworden und somit wurde klar, dass das kein Fels sein kann. Also überprüfen, 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 testen, 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 um sicherzustellen, dass das, was man bekommt, wirklich die Wahrheit sein kann. Nun, wir reden darüber, wie wir alle miteinander verbunden sind. Und daher sollten wir uns jetzt mit dem Auditorium verbinden und Fragen von Mitgliedern des Auditoriums entgegennehmen. Gibt es Fragen, die Ihnen im Zuge der Präsentationen in den Sinn gekommen sind und die Sie gerne an die Redner stellen möchten? If not, we're very happy to continue. Ja, wenn es keine Fragen gibt, können wir auch mit unserer Panel-Diskussion fortfahren. Ich habe da eine Frage. Ich weiß, als Sie mit dem Projekt begonnen haben, war alles einfach erstaunlich. Wie lange hat es vom Ursprung der Idee gebraucht, bis Sie zur Auffassung kamen, wir schaffen das? Es war ein riesiges Unternehmen. Wie lange hat es gedauert? Ja, ich glaube, Ideen sind etwas Bizarres, insbesondere wenn man es Außenstehenden erklären will. Es war eine rasche, plötzliche Inspiration, würde ich sagen. Das ging sehr schnell. Wenn man im kreativen Bereich tätig ist, dann gibt es Inspirationen, Ideen, die sich als nicht tragbar erweisen. Aber diese Idee hielt sich. Und wir haben da zuerst mit Freunden gesprochen. Und diese Idee hielt sich über Monate hinweg. Und es kam dann der Moment, wo wir wirklich an die Visualisierung dachten, wie schaffen wir es, eine Community aufzubauen. Aber ursprünglich war die Idee innerhalb von 15 Minuten geboren. Und rückblickend sagten wir dann, die Idee, die in dieser kurzen Zeit entstand, war eine gute Idee. Aber es hat natürlich, und es wird fortgesetzt. Und ja, so viel vielleicht zum Prozess. Und wie war das bei Ihnen? Maholo? Ja, Geokosmos war nicht ursprünglich meine Idee. Ist vielleicht eine Frage, die Sie an Hajime richten sollten, denn er hat diese Idee geboren. Ja, die Idee dieser Weltkarte, da habe ich zuerst versucht, eine
projektive Zeichnung zu machen, ohne Verzerrungen. Bei Fotografien und bei Projektionen gibt es immer Verzerrungen. Aber diese Methode wurde eben seit 500 Jahren angewendet. Als Student habe ich dann versucht, eine neue Perspektive zu finden. Und ich habe festgestellt, dass man hier mit einer Kamera auch ein sphärisches Bild produzieren kann. Ich habe dann die modernsten Weltkarten verwendet und sie sozusagen entfaltet und habe festgestellt, ich kann die Verzerrungen hier reduzieren. Aber die Form ist natürlich sehr kompliziert und ich habe versucht, diese komplizierte Form dann zu reduzieren, sodass sie in ein Rechteck hineinpasst. Das war natürlich sehr schwierig. Ich war in den Niederlanden und meine Mutter schickte mir immer Süßigkeiten aus Japan. Und da gab es eine Verpackung, die diese Tetrahedron-Form hatte. Ich war schon gelangweilt mit meiner Arbeit und ich habe das sehr viel genascht und auf einmal sehe ich, diese Verpackung hat genau die richtige Form, die ich verwenden kann. Das war im November 1999, am 17. November in der Früh. Das war also wirklich sozusagen eine Idee, die plötzlich kam. Aber es hat dann 15 Jahre gedauert, diese Idee wirklich weiterzuentwickeln und umzusetzen. Also die Idee war rasch da, aber die Umsetzung hat lange gedauert. Und das war eine große Herausforderung. Ja, ich glaube, für gute Ideen braucht man Freunde, da braucht es auch eine Mutter, die einen Bonbons schickt. Hier in Linz haben wir wirklich viele Kreative versammelt. Wir bekommen da Unterstützung von allen Seiten. Und ich glaube, da werden auch gute Ideen entstehen. Ein derartiges Festival und eine Begegnung von Leuten mit Träumen und Visionen ist etwas ganz Wesentliches. Ja, das ist, glaube ich, ein wunderbares Schlusswort gewesen. Morgen geht das Symposium ja weiter. Es findet im Lentos-Museum statt, nicht hier im Brucknerhaus, sondern im Lentos-Museum. Gegenüber vom Ars Electronica Zentrum. Ja. Vielen herzlichen Dank an fünf großartige Visionäre.